anderen! Schick den Na ja. Alles gut. Ich bin doch nicht so. Im Garten ist kein Platz für dich. Ich bin zurück. Hier geht das Spiel. Ich war so. Ja, ja. Das war gute Arbeit. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Aber wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Fest! Mann! Ich sollte jetzt hier wieder mitnehmen. Mann! So, warte mal. Steuerung. Erstmal irgendwie hier ein bisschen Klarheit sehe. Rutschen, das ist alles klar. RB ist werfen. Okay. Gut. Oh, dann hier, da haben wir doch. Ich fahr doch nicht, Mann. Also mit den Schießen muss ich noch ein bisschen lernen.
Wer bist du denn? Meine Kinder. Wir müssen Gott danken. Der von mir prophezeite Tag ist gekommen. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur eine nicht. Nur eine nicht? Und jetzt sind wir anscheinend. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Ich bin Anfänger, ich kann nicht dafür, ich wusste nicht davon. Das Klügste für mich wäre wohl, mich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Ja, Papa. Machen wir. Ah, Munition haben wir keine. Klamotten. Sehr schön. So, okay. Ach, wie sehen wir denn aus? Um Gottes Willen. So sieht es eigentlich ganz vernünftig aus, muss ich sagen. Bestätigen. So, Hautfarbe machen wir so. Ah, schön grau. Pferdeschwanz, okay. Na, machen wir. So. Unterkörper. Das ist im Besitz. Können wir ausrüsten. Gut, dann nehmen wir das. Ausgerüstet. In Besitz. In Besitz. Okay. Okay, gut, okay. Haben wir. Ach so. Warte mal, Rose könnten wir ja nochmal. Sieht ein bisschen komisch aus. Na doch, hier, komm. So, Kopfbedeckung. Ey, yo. Na komm. Schön mit Käppi. Ja, können wir machen. Und Hände. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Können wir hier noch? Sieht aus wie Arbeitshandschuhe.
Genauso wie die hier. Na komm, machen wir. Würde mal sagen, würde uns keiner mehr wiedererkennen. Bestätigen. So, gibt's hier noch irgendwas? Was man so... Man könnte ja mal so ein bisschen rumgucken. Oh, guck einer an. Erste Hilfeset. Das ist schon mal sehr gut. Okay, da morgen also welche Hilfe. Ich habe hier noch ein bisschen, was haben wir hier noch? Okay. Hier ist auch noch was. Was ist hier? Ah, da brauchen wir einen Schlüssel, okay. Das ist ja richtig möglich hier. Ich gucke mich ja noch ein bisschen hier um, also macht immer keinen Spaß. So, warte mal. Wir haben ja nicht mehr. So. Also Ausgang, okay. Ich denke, wir mal zu ihnen hin, dass wir mit ihm weiterreden können. Oh, warte mal, hier ist noch was. Oh. Was haben wir hier noch? Das hier noch? Irgendwie anfängt es hier um Wasser. Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst und pass auf dich auf. Alles klar. Ich sag Bescheid. Ah, wird schon mal. Ah, das ist also Jacob Seed. Das ist jetzt der... Ah, das ist der Bruder. Okay. So, das scheint auch ein Bruder gewesen zu sein, weil ja. Oder der Taufer. So, das ist anscheinend seine Schwester. Oder? Boah, das weiß ich jetzt echt nicht mehr. Ich hatte mal so was, nur wie meinem so ein bisschen was gehört habe, aber ich weiß jetzt nicht, ob das seine Schwester. Also, das sind seine Bambuja. Und das ist ja Joseph Seed. Ja, der Vater, natürlich. Der Sekte. In dem Sinne eigentlich ist ja sozusagen die Sekte eigentlich nur, die Leute ranzuholen, um die denn, dass die denn sozusagen einen Vertrag unterschreiben, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, wie das war, dass sie ihre Pension, ihre Rente, also das Geld, was sie eigentlich bekommen, alle zum Sektenführer übertragen, dass er das immer nicht an sie hinbekommt. Mehr ist das eigentlich nicht. Der Typ will einfach nur Geld haben und gut, okay, die Leute bekommen Dach über den Kopf, müssen für ihn arbeiten und dann, wenn der Dach ist,
bringen sich denn alle um? Der Tag der Prophezeiung, die Erde geht unter. Ja, wir müssen uns alle umbringen. Warum? Mal ganz ehrlich. Da muss ich keine Sekte beitreten. Wenn die Erde untergeht, dann geht die Erde unter. Dann bin ich auch tot. Ist vollkommen egal, ob ich jetzt zur Sekte beigetreten bin oder nicht. Ist ja vollkommen egal. Gut. Aber so eine verrückten Leute gibt es halt. Und davon meistens ist zu wenig. Dieses verfluchte Scheißteil. Komm mal her, Deputy. Jo. Wir müssen reden. Yep. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Alles klar. Wo ist der Safe? Da ist der Safe. Oh, der geht sogar. Hast du Knöpfchen gedrückt, ja? Finde ich gut. Ja. Vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Was fand ich gerade? Was hast du gerade gemacht? Erstmal ein Tänzchen? Alles klar, ich hau ab. So, warte mal, wo war denn das mit den Schlüssel? Warte, nee, hier war das nicht. Wir haben Schlüssel bekommen. War das hier? Oh, süß. Schön, das hatten wir ja. Oh, ist ja cool. So, gut. Hier nochmal. Hier war unten Raum verschlossen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welchen. Also, ich quatsch wieder mit sich selber. Nee. Warte mal. Hier ist die Ärztin. Aber wo war denn der Raum hier? Warte mal, nur hier weiter. Und wo war noch hier? Oder ist die Tür jetzt offen? Ich hab jetzt gerade. Das ist die Krankenstation. Hier ist nichts. Wir haben unsere Klamotten her. Hier war auch nichts. Wo ist ein Funkgerät? Krankenstation. Hat sich der Roy nicht hier mit einer? Ah, geile Nummer. So. Da muss man ein bisschen nach. Okay, wie ist hier? Gut, okay. Das tun wir jetzt. Dann kann ich nicht machen. Gut, jetzt, ich hau ab. 1-2-1-2, hast du ja auch schon ein Tänzchen gepackt. 1-2-1-2. Nicht tauschen.
Gott. Oh, Alter. So. Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Okay. Das war ja klar. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Alles. That's out. Gut. Haben wir eine Karte? Wo ist denn die Karte? Ah, da. Gut. Sektenschrein. Dann gehen wir erstmal dorthin. Man muss zoomen, ja. Aber damit habe ich jetzt hier nicht so. Sieht aus wie bei Google Map. Geiler Scheiß. Aber gibt es hier auch Köder oder sowas? Dann hatten wir jetzt China. Okay. Kann man nicht auch ködern? War ja bei Far Cry 4 und bei... Ich will mal kurz gucken. Ja, Entschuldigung, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen... Kann man hier keinen Köder werfen? Stein oder Dose werfen? Ah, alles klar. Wo könnte man den denn hinwerfen? Toll. Ich muss erstmal von den Leuten da weglaufen. Mich legst du nicht rein! Oh Gott, echt? Wo bist du denn jetzt? Ist ja geil, ich sehe ja nicht. War alles so. Feierabend. Sehr schön. So. Nehmen. So. Warte mal, die sind ja.
Schein ist da, okay. Gut. Machen wir halt mal wieder auf die altbekannte Art ein bisschen sneaken. Was zum? Das ist einer von uns. Ja. Dafür werde ich dich kriegen. Mama. So, was haben wir denn alles? Ihn jetzt zu plündern? Ja. Schön. Nee. Doch, ist er das. Ja, ich muss jetzt mal gerade irgendwie gucken. Was wird jetzt hier da? Okay. Warte mal, ich hatte da noch was. Keine Mission. Okay. Was? Warte mal, ist da wieder... Nee, stopp, weiter. Ich muss erst mal wieder mit Fackel wieder klarkommen. Ich muss wieder warm werden damit. Was ist das hier?
Alter, wie können die mich denn da hinten sehen?